Hey, also ihr seht, ich habe Blondierung drauf, weil ich mache gerade noch das andere, das Haarefärb-Video fertig, weil ich gerade wieder die Haare färbe. Ich wollte euch aber heute mal meine Wohnung zeigen. Ich bin gerade dabei umzuziehen, ich ziehe zu meinem Freund und jetzt ist hier natürlich riesen Chaos und ich wollte euch einfach mal mitnehmen, so ein bisschen vorher-nachher zeigen. Und ja, ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Ich fange in meinem Badezimmer an, weil ich hier gerade bin, weil ich jetzt sowieso am Haare färben bin. Und genau, wir fangen dann einfach hier an. Also, das ist mein Badezimmer. Ich habe hier natürlich, was Frauen so brauchen, alles Mögliche. Das muss natürlich alles noch in Kartons gepackt werden. Und der Schrank muss noch auseinandergebaut werden. Und ja, hier ist noch Wäsche, die irgendwie mit muss. Hier muss ich auch noch alles sauber machen. Genau, das ist mein Badezimmer. Das muss noch ab, aber der Duschvorhang ist so ziemlich das Letzte, was ich abmache. Dann gehen wir mal weiter. Mein schöner Flur. Hier ist auch schon relativ leer. Hier stand so ein ganz großer Kaninchenkäfig. Das ist aber schon weg. Habe ja schon einiges gemacht. Das ist mein wunderschönes Wohnzimmer. Ja, Fernseher ist natürlich alles noch da. Ich muss die Tapete hier abmachen. Das kommt am Samstag. Heute ist, was ist denn heute? Mittwoch, glaube ich. Ja, Mittwoch. Dann habe ich schon mal angefangen, hier die Tapete abzureißen, aber es ist eine richtig schwierige Aufgabe, obwohl ich schon alles in Wasser getunkt habe und keine Ahnung. Dann ist hier mein Schlafzimmer, der Schrank muss auch noch abgebaut werden. Dann muss hier alles andere noch abgebaut werden, der Schrank muss noch abgebaut werden. Und ja, ihr seht mein riesengroßer Teddy. Ist 1,60 Meter groß. Fast, also ja, ich würde schon fast sagen, größer als ich. Genau, das sind so die Sachen, die mitkommen. Mein Schreibtisch kommt mit. Dann gehen wir mal in die Küche. Da sind noch so ein paar Bilder, die müssen noch ab. Ja, das ist meine Küche, da ist der große Stall, der noch wegkommt. Ich habe vorhin Erdbeeren gemacht. Genau, das ist so das, was auf den Sperrmüll muss, weil meine Küche nehme ich nicht mit. Ich nehme nur die Spülmaschine mit, alles andere kommt weg. Deswegen lagere ich hier gerade alles so, was runter muss, weil alleine schaffe ich das natürlich nicht, muss auf ein paar Leute warten. Ja, das war's eigentlich schon wieder. Das ist meine wunderschöne Wohnung. Meine Shisha steht natürlich hier. Es ist noch sehr viel Arbeit und wie gesagt, heute ist Mittwoch. Ich muss am Montag die Wohnung übergeben. Am Samstag kommt mein Vater und meine Familie und helfen mir ein bisschen, die Sachen hier, also die Wände, die Tapete abzumachen und meine Sachen nach rüber zu transportieren, weil ich ja kein Auto habe. Und die Quinn hilft mir noch, die kommt jetzt auch die Tage und hilft noch ein bisschen. Und ich hoffe, dass ich das dann alles schaffe bis Montag. Montag ist dann die Schlüsselübergabe. Ja, es ist alles ein bisschen spontan, weil ich habe erst am Montag erfahren, dass ich aus der Wohnung raus muss. Und ja, somit hatte ich jetzt auch keine 3 Monate mehr, die man ja normalerweise zum Plan nimmt. Aber gut, es geht auch so. Ja, mich würde eure Wohnung mal interessieren, wenn ihr immer Fotos habt oder so oder gerade auch irgendwelche Projekte habt oder keine Ideen für eure Wohnung habt, dann meldet euch doch einfach. Ihr seht, das ist alles relativ kreativ gestaltet. Auch meine schwarze Wand hier mit den ganzen Sachen. Und ja, ich bin ja gerade dabei, ein Buch zu schreiben. Das soll ich vielleicht auch mal ankündigen. Und ja, mal gucken. Das ist soweit eigentlich fertig. Ich müsste nur noch bei die Rechtschreibung gucken. Und ich denke, das mache ich nächste Woche. Und dann wird es endlich veröffentlicht. Ja, ich hoffe natürlich, es klappt alles. Genau, ich werde mal gucken, ob ich irgendwie einen Gutscheincode noch organisieren kann. Ob man das irgendwie machen kann. Das ist mein erstes Buch. Ich weiß nicht, ob sowas geht. Das ist auch ein E-Book. Ob man da irgendwie, weil im Moment kostet das 1,50 € jetzt im Angebot, die ersten paar Wochen, danach kostet es 2,50 €. Ja, muss ich halt gucken, ob ich da an den Preisen noch was ändere oder ob ich ja halt gucke, ob es irgendwelche Gutscheincodes für euch gibt, damit ihr da halt auch ein bisschen Rabatte oder sogar gar nichts dafür zahlen müsst. Als Dankeschön. Genau. Ja, jetzt habt ihr meine wunderschöne Wohnung gesehen. Also, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, ganz viel Spaß und ich habe noch einen Plan fürs Kinderzimmer, den veröffentliche ich aber noch nicht. Da kommt auch noch ganz viel tolles Zeug auf euch zu. Und ja, mit Quinn müssen wir mal gucken, dass wir da irgendwie mal wieder einen Videotermin finden. Wir hatten jetzt letztens das Fotoshooting, das war ziemlich cool.
Ich kann damit ja mal so eine Diashow machen. Das wäre vielleicht auch eine gute Idee. Und ja, dann gucken wir mal, dass wir irgendwie mal zusammen ein Video hinkriegen. Und mal zusammen Zeit haben. Dann lernt ihr sie auch kennen. Und ja, das wünsche ich euch viel Spaß und schönen Tag noch.